So, und damit herzlich willkommen zurück bei Grounded. Wir haben ja mittlerweile zwei Superchips zum Abgeben. Stammkultur. Und jetzt können wir jede Menge neues Zeug gleich craften. Your Survival Scout Training has proven me wrong. You continue to live. Mr. Peterbox. Gott, habe ich einen scheiß Nachnamen. Das Pfadfinder-Training hat mich eines Besseren belehrt. Du lebst. Ja, gerade so, weil Timo mich jedes Mal wiederbelebt. 3000 Punkte. Also mit Mund-zu-Mund-Beatmung beatmest mich ja jedes Mal, bis ich wieder lebe, ne, Timo? Nein. Ich muss offline. Gib den Superchip ab und dann hoffen wir auf unser. Hoffen wir auf das Beste. One more time. Processing. Noch einmal. Verarbeite. Ah, I see you decided to brave the Black Ant Hill already. Did the assistant to the manager give you any problems? Du hast dich bereits entschieden, dem schwarzen Ameisenhügel zu trotzen. Hat dir der Assistent des Verwalters Probleme bereitet? Nein. Der Assistant Manager war total einfach. Wir sind da nicht x-mal verreckt oder so. Nein, nein, nein. Easy. All diese großartigen Erinnerungen kommen zurück. Well, well, well. Some good news. A piece to the Ambigan cocktail recipe is now restored. But not all of it, unfortunately. Sieh an. Eine gute Nachricht. Ein Teil des Vergrößerungscocktail-Rezepts ist jetzt wiederhergestellt. Aber leider nicht das gesamte Rezept. Ich möchte klein bleiben. Also, lass dir Zeit. And I have some strange memory fragments of a Java-matic. Does that mean anything to you? Und ich habe einige seltsame Erinnerungsfragmente einer Java-matic. Sagt dir das was? Die Kaffeemaschine? Oder meine Eltern lassen mich keinen Kaffee trinken. Da ich sowieso keinen Kaffee trinke. Die Kaffeemaschine? A coffee maker. Interesting development. Although I cannot say I love the taste of coffee, and I certainly have no clue how this fits into the equation. Eine Kaffeemaschine. Eine interessante Entwicklung. Obwohl ich nicht sagen kann, dass ich den Geschmack von Kaffee liebe. Und ich habe keine Ahnung, wie das in die Gleichung passt. Kaffee ist auch nicht so lecker, also. Ne. However, we are making progress solving this mystery. But we are still not done. There is one more super chip to go. Wir machen Fortschritte bei der Lösung dieses Rätsels, aber wir sind immer noch nicht fertig. Es gibt noch einen Superchip. Ich habe den letzten Superchip gefunden. Eureka, the last one. You have found it. Eureka, der letzte. Du hast ihn gefunden. It is finally time that we can complete the Embiggening cocktail recipe. Hand over the superchip and we can get you home. Wir können endlich das Vergrößerungscocktailrezept vervollständigen. Gib den Superchip ab und wir können dich nach Hause bringen. Oh. Processing. Of course, toenails. The tiny impractical spatulas at the end of human digits. Well, have fun collecting them. Oh, jetzt habe ich aus der Leertaste gedrückt. Oh dear. Oh dear, oh dear, oh dear. Ja, wir sollen jetzt 10 Nägel finden und sammeln. Und das letzte Rezept, oje, oje, oje. No, no, no. This cannot be correct. Nein, 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 das kann nicht richtig sein. Entspann dich, Alter. Kühlmodul wird initialisiert. Ah, that is much better. Please, allow me to explain the source of my very small panic. Ah, das ist viel besser. Bitte erlaube mir, die Ursache meiner kleinen Panik zu erklären. The last ingredient of the cocktail is marked as missing. Die letzte Zutat des Cocktails ist als fehlend gekennzeichnet. I am not sure what to tell you. Dr. Wendell Tully purposefully wiped the last ingredient from my memory. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dr. Wendell Tully hat die letzte Zutat absichtlich aus meinem Gedächtnis gestrichen. My programming prohibits me from remembering the secret ingredient. Wendell never wanted it to fall into the wrong hands. He did not even trust me with it. Meine Programmierung verbietet es mir, mich an die geheime Zutat zu erinnern. Wendell wollte nicht, dass sie in die falschen Hände gerät.
Er hat sie nicht einmal mir anvertraut. Das gesamte Rezept befindet sich nur in Wendels Kopf. Und wie gesagt, er ist schon seit Monaten nicht mehr da. Processing. Bearbeite. Stehe schweigend da. Chicken Nuggets! Wendell's Scabby! Was? Chicken Nuggets? Das ist Eigenproduktion oder was? Wendell's Scab. His Scabby has tracking functionality built in. We should now be able to find out where he is with this information. Sein Scab verfügt über integrierte Tracking-Funktionen. Wir sollten in der Lage sein, mit diesen Infos herauszufinden, wo er sich befindet. The extra memory you provided with the superchips is helping my processing. Sorry, I did not think to track Dr. Tully earlier. Der zusätzliche Speicher, den du mit den Superchips zur Verfügung gestellt hast, hilft mir bei der Verarbeitung. Tut mir leid, dass ich nicht daran gedacht habe, Dr. Tully früher zu überwachen. Allow me to connect to his scabby via my handy state-of-the-art radio modem to see what data I can pull from it. Ich verbinde mich über mein praktisches, hochmodernes Funkmodem mit seinem Scabby, um zu sehen, welche Daten ich daraus ziehen kann. Alter. Ich bin mit Dr. Tullys Scabby verbunden. Ich werde die Download starten. Location X5432Y74356Z19666. Standort X5432Y74356Z19666. Ernsthaft? Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass der Standort halt in diesen typischen geografischen Koordinaten ist. Aber um diese Koordinaten überhaupt einordnen zu können, müsste man ja erstmal den Nullpunkt überhaupt herausfinden. Dann die Skalierung. Das ist voll die geheime Position. Das könnte man ohne zusätzliche Infos gar nicht verarbeiten. Error. Scabby, Prototype 0001A. Power loss at circuit R23. Analyzing. Fehler. Scabby, Prototyp 0001A. Verlustleistung am Stromkreis R23. Analysiere. Error code 324. Subminiature Axial Lead Resistor. Dominant Model OC93412 Failure. Call 555-0126 for technical assistance. Thank you. Fehler 324. Subminiatur axialer Bleiwiderstand. Ausfall des Ominent Moduls OC93412. Rufe 555 0126 für technische Unterstützung an. Vielen Dank. Typisch. Funktioniert irgendwas in diesem Garten? I know that location. Ein kleiner Rückschlag. Ich kenne diesen Ort. The Scabby is at Dr. Tully's favorite chair by the shed, of course. You should be able to find him there. Oh, natürlich. Das Scabby ist bei Dr. Tully's Lieblingsstuhl am Schuppen. Dort müsstest du ihn finden. And take this replacement fuse to repair whatever problem he is having with his Scabby. Und nimm diese Ersatzsicherung, um das Problem mit seinem Scabby zu beheben. Er sollte dir mit dem Vergrößerungscocktail helfen können und dich in kürzester Zeit nach Hause bringen. Good luck. I believe in you. Viel Glück, ich glaube an dich. Fare thee well. So, Aber Timo, wir können jetzt sogar endlich mal in den oberen Teil des Gartens von der Quest her. Wie der jedes Mal seine Module verliert. Ja, 9100 pure Wissenschaft. Nicht mal als 11.000, aber ich habe schon mal draufklicken, Ding direkt mal verbessertes Schmieden gekauft. Achso, okay, das wollte ich gerade suchen. Das gibt zwei andere Sorten von verbessertem Schmieden. Das ist wahrscheinlich dann, um auf Stufe 5 zu kommen mit normalen Teilen. Schmiedekunst, spröde Verbesserung. Ja, Mann. Leimstampfer?
Leimstampfer. Ein Gebäude, das entworfen wurde, um Insektenteile in einen Leim zu verwandeln, der perfekt für die Reparatur moderner Ausrüstung geeignet ist. Verkauft. Yo. Reparaturkleber. 5 Bombardierkehrverteile. Oder 8 Spinnenteile. Oder 10 Minzdinger. 10 Schafdinger. Wahrscheinlich kann man alles über Stufe 5 dann mit dem Reparaturkleber reparieren oder so. Wahrscheinlich. Pilzziegel, nicht analysiert. Pilzbrei. Fortgeschrittene Produktionsgebäude, Schmelzofen, verbessere verschiedene Dinge, indem du sie backst. Oh, dafür brauchen wir aber 4 von diesen Kohledingern. Und da habe ich ja mal versucht lang zu laufen und bin einfach verbrannt. Mal sehen, wie die da dran kommen sollen. Diese Teile zu bauen, erstmal. Hochteil. Pollengeschütz, Parser, Verband, Effizienz, Köder, Lockstein, Lockfalle, Sandkasten, Schwadenausstoßer. Verjage die Käfer mit einer Vielzahl von stinkenden Käferbrocken, die durch den Garten wehen. Unterschiedliche Stinkstoffe ziehen unterschiedliche Schwärme an. Ja, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Oh ja. Spinnenburger, 5 Spinnenteile zum Kochen benutzen. Ich weiß nicht. Lecker. Tagtraum. Kieselgeschütz. Ich weiß nicht. Es gab. Ich bin halt echt überlegen, diese Faserverbandeffizienz. Dann brauchen wir halt nicht mehr so viel Harz die ganze Zeit. Dann geht uns das also auch nicht mehr so schnell aus. Weil Geschütz Kiesel. Später vielleicht. Also definitiv kaufen, aber können jetzt ein bisschen sparen. Die 900 Punkte werden wir wahrscheinlich recht schnell zusammenbekommen. Aber wir haben jetzt alle Superchips. Jetzt können wir noch die Nebenchips sammeln für zusätzliches Zeugs. Größerungscocktail. Hä? Chipfreischaltung. Nebel. Nochmal Vergrößerungscocktail freigeschaltet. Mächtiger Klumpen, stabile Panzerung. Robuster Schleifstein. Ja, das können wir jetzt wahrscheinlich erstmal herstellen aus den besseren Materialien, die wir schon gefunden haben. Dann über Stufe 5 hinweg aufwerten. Weiter schmieden. Leimstampf. Ja, genau. Reparaturkleber. Ja, nice. Wobei Reparaturkleber mit 5-mal. Von den 8 Spinnenbrocken. Da haben wir 71 von, aber es ist auch nicht gerade günstig, würde ich sagen. Nö. Aber wir können es immerhin machen. Neue Idee: Faserverband. Huch. Was? Sogar extra mit so einem Schemel, da kannst du dann schöner stehen. Bim, 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 bim. Ja, freiwillige vor. 5 Marienkäferteile, 6 Baumwanzen. Ja, Minzstück, würziges Stück, weiß nicht. 8 Spinnenbrocken. Und bei, ja, demnächst müssen wir wirklich halt Jagd auf die großen Viecher dann machen, ne? Robuster Schleifstein. Ja, genau. Madenhaut. Spröder Schleifstein können wir entweder aus spröder Quarzitscherbe jetzt herstellen oder aus einmal Saft und einem Larvenstachel. Davon haben wir 67 Stück. Also auf Stufe 5 aufwerten sollte kein großes Problem mehr sein. Spröde Panzerung, eine Madenhaut, haben wir 71 von. Mächtig ist natürlich was anderes. Dafür brauchen wir robusten Schleifstein. Robusten Schleifstein brauchen wir robuste Quarzitscherbe. Ah ne, warte mal, mächtiger Klumpen wäre
sehr robuste Schleifsteine in den Ofen geschmissen. Für den Ofen brauchen wir erstmal Vergrößerungscocktail. 5 Bärenleder, kein Problem. 5 Keuschuppen? 5 Kaugummi-Stückchen? 5 Zehennägel? Yummy. Und einmal unbekanntes Material. Wendels Hirn oder so. Würde mich halt echt nicht wundern. Süden. Schmelzofen. Leimstampfer. Leiter. 2 Unkrautstängel und 2 Eichelkappen. Jo. Ist hier was Unentdecktes? Neues. Brand- und Stifterkohlebrocken. Ein Stück dauerbrennende Holzkohle von Brand- und Stifter. Brandstifter! Ist immer glutheiß und eignet sich perfekt für den Bau eines Ofens. Zehennagel. Ein etwas groteskes, aber zugegebenermaßen starkes und scharfes Stück eines abgeschnittenen Zehennagels. Yummy. Ja, total. Zweimal unbekanntes Material. Fünf Stufe fünf. Okay. Spröder Schleifstein. Wo war er denn? Robuster Spröder. Ja, wir brauchen erstmal wieder Harz. Ich hab grad schon wieder Saft eingelagert. Oder Harz. Aber es waren nur 7 Stück drin, glaube ich. Ja, der braucht ja auch eine Zeit lang. Aber Hauptsache, wir können es überhaupt herstellen, ne? Jo. Zumindest auf Stufe 5 aufzuwerten, sollte jetzt kein Problem mehr sein. Nö. Also Harz, Larven und Maden ist halt easy zu sammeln. Ja, da brauchen wir diesen Schmiedeofen praktisch für die Ziegel und für den für die verbesserten Scherben. Ja. Das müssen wir jetzt mal irgendwie da hinten ist böses Tier. Langsam rückwärts laufen. Ja, müssen wir jetzt mal irgendwie gucken, wie wir an diese Holzkohle-Dinger drankommen, ne? Ja, Holzkohle ist halt... Ich sag mal, es ist easy, dich dahin zu führen. Aber es ist schwer abzuschätzen, ob wir da überhaupt drankommen. Muss ja möglich sein. Wir haben doch irgendwas mit... War doch irgendwas mit... Ja, Gasetempo plus Feuerresistenz, Wurzelschutz. Ja, ich glaube, das waren diese Minzstückchen. Da habe ich ja 3 von 3 mittlerweile. Deswegen wollte ich halt mal gucken, ob ich da reinkomme. Na gut, wir haben aber, glaube ich, 25 von den Minzteilen. Solltest du recht easy auch auf Stufe 3 kommen. Ich habe den Wanz vollschlagen. Oh, ich habe gerade 3 Sachen auf den Ofen geschmissen. In den Ofen. Wir haben echt nicht viel Pilzzeug. Ich habe meine Bömmchen jetzt auch mal weggetan. Oder wo liegen die Teile? Welche Teile? Die Minzstücke. Ganz links bei den Steinen. Ja, bei den Steinen noch. Ja, ich will das halt nicht in die Essenskiste schmeißen, weil sonst halt grundsätzlich eigentlich kein Essen. Zwecks Mutation würde ich die essen. Aber sobald ich die dritte jetzt hab, versuche ich die überhaupt nicht mehr zu essen. Weil kriegst du halt auch nicht überall, ne? Südele. Ja gut, dann machen wir uns in der nächsten Folge dann auf in Richtung Grill. Oder wie sehe ich das? Würde ich fast sagen. Sag mal, wie viele futterst du davon auf einmal? Hast du nicht schon längst die Stufe 3?
Nee. Ja, ansonsten warte erstmal. Es dauert ja auch ein paar Sekunden, bis die Mutation dann angezeigt wird. Mach mir Sorgen um unsere Bestände. Achso, du hast 15 Stück jetzt gegessen ungefähr, ne? Ja. Ja, ich glaube, das reicht noch nicht ganz. Doch, ich hab's jetzt. Ja. Hat mir das zwar nicht angezeigt, aber es ist jetzt Stufe 3. Hm. Oh, ich beschwere mich nicht. Arme Eisen kann man weg. Ne, scharfe Abwehr brauche ich nicht. Gasresistenz, Feuerresistenz, Brutzelschutz. Stufe 3. Haze-Labor deaktivieren. In der neuen Basis will ich jetzt nochmal kurz meinen Respawn-Point setzen. Und danach können wir theoretisch mal auf ins Kohlegebiet, ne? Oh, das will ich jetzt mal versuchen. Da ist eine Biene. Na komm. Komm, komm. Ja, Mann. Bienenpelz. Kann ich sogar noch erforschen. Schwertmeister, Stufe 3 von 3. Oh ja, das Zeug verlangsamt einen ganz schön. Ja. Ah, Timo, Bienenpelz. Dann kann ich hier vielleicht irgendwann mal die Bienenrüstung machen. Ohne verrottet. Die dürfte ja dann länger halten oder besser sein. Stärker. Also widerstandsfähig. Sicherweise. Ich glaube, die Boni sind die gleichen gewesen. Da. Freischalten wird es 100 Pro mal nichts. Doch, Biene, Wanddeko. Das ist denn die nächste Freischaltung. Level 11, da haben wir sogar noch nichts von entdeckt. Level 12 haben wir die Axt schon. Nur Termiten. Wo sind die? Ich im oberen Garten. Also Stufe 3 wahrscheinlich. Jetzt, wo wir mit Stufe 1 so schön klarkommen, Stufe 2 auch noch in Ordnung geht, wenn wir zu zweit sind, müssen wir jetzt Stufe 3 Sachen ernten. Ja, schön. Ich freue mich. Fühlt man sich wieder wie an Tag 1? Wahrscheinlich. Einlagern. Ah ne, Bienen haben wir ja noch gar nicht eingelagert. Großwild, Kleintier. Ich schmeiß die Bienen einfach mal in Großwildkiste. So, aber die Folge ist auch vorbei. Dann bis zum nächsten Mal und dann freuen wir uns mal auf den Grill. Danke fürs Zusehen. Tschüss.